Alterle. I'll be back. Alle zusammen. Ja. Sie riecht anders. Ja, wahrscheinlich nach Sojasauce, Eiern und Reis. Würde ich jetzt mal so sagen. Und Zucker. Ein Haufen Zucker. Was habe ich gesagt? Zucker. Die hat sogar am Anfang jetzt hat gesagt von dem Satz Zucker. Jupp, die hat sich verabschiedet. Hast du wahrscheinlich sogar Heule gehört, oder nicht? Von dem Kilometer Entfernung. Ja, sie ist einfach abgehauen. Ah ja, wie ein Geist. Puff, weg war sie. Ja, wie, ich hab gedacht, jetzt in der ganzen Geschichte, die hat es einfach flupp gemacht und war weg dann. Ach, so ist das gemeint. Da fällt da nichts mehr ein, gell? Die auch nicht. Vielleicht ist das auch irgendwie so ein Wachstumsmittel. So eine Eierreisschale. Zack, 2 Zentimeter größer. Was kommt jetzt? Mhm. Die eine, ja, und die? Hä? Was? Wollt ihr immer noch, dass ich euer Führer bin? Warte. Guck mal, was er sagt. Keine Ahnung. Weißt du, ich nicht. Sie sind böse. Andere zu killen. Keine Ahnung. Die weiß schon, dass sie das jetzt gerade laut gesagt hat. Voll die Abfuhr. Tja, Kacke, hast einen Korb gekriegt, ne? Ich hoffe doch, weil ich würde gern wissen, was das ist. Okay, die schon mal nicht. Die auch nicht. Jetzt kommt die und stellt einfach eine Gegenfrage. Na toll. Die weiß es selber nicht. Mann! Wenn du verwundert bist, dann frag mich mal. Das ganze Drumrum da jetzt. Und dann? Ne? Ah ja. Die Antworten liegen vor uns.
Könnt ihr nicht irgendwie so einen Lehrer oder sowas fragen? Wenn ihr schon an so einer Akademie seid. Du kannst nicht hier bleiben. Also zumindest nicht so wie jetzt. Muss ich da schon wieder was anderes anziehen oder was? Ja, also geht's eigentlich mehr um den Zusammenhalt. Sag doch einfach yo. Jeder soll sich selber entscheiden, aber wenn sie helfen kann, dann soll's mir ja sagen. Und sie lässt keinen zurück. Einmal danke. Ja, das solltet ihr vielleicht. Ich glaube, ihr habt so einige Kämpfe vorher verloren, ne? Du bist doch bloß wieder auf deine Sadomaso-Geschichte aus. Schauen wir mal. Ja, hopp, dann geht mal kämpfen. Ja, geil. Hey, wir könnten uns mit den anderen Schulen anlegen, mit denen wir auf gleichem Level sind ungefähr. Aber nö, wir gehen erstmal an die Mikaruga-Schwester. Ach so, wie immer. Alles klar. Ja, Bewegung ist immer besser. Ja, wie jetzt? Ich dachte, du wolltest zurücklassen werden. Ey, die ist immer so einsilbig. Na dann, lass mal abtanzen. Mission, Kampf, los, hopp. Und hoffentlich nicht wieder so eine komische Bühnen-Stage-Dingsbums. Die war ein bisschen zu beengt. Wo bin ich hier? Ah, Shinobi-Festival. Jetzt musst du erstmal eine Weile irgendwie gucken. Toll, es ist die Bühne. Ameise. Alter, Le. Die hat aber einen Bass in ihrem Schwertkampf, ey. Hallo, du kämpfst in die falsche Richtung. Hinter dir stehen 10.000 Deppen rum und die, was macht sie? Sag mal, sind die da schon wieder nachgejoint hier oder was? Flupp!
So. So, die Bomben da, die sind echt cool. Wenn man... denn mal ein paar trifft. Jawohl, ja. Hey, das Ding hat gerade geknirscht. Geht es auch, wenn ich in die Luft schlag, oder was? Dass ich dieses Ding zerballer. Was ist das für eine Bombe? Ziel. Bombe. Das heißt, da kommt dann einer und singt Kiss from a Rose oder was? Na los. Feuerwerk! Hä? Da komme ich irgendwie nicht hin. Hier kommt bestimmt wieder irgend so eine Wand. Jo. Ich renne einfach mal hier rein, mal gucken. Ich denke mal die Schwestern. Hä? Bloß eine? Au. Ey. Alter. Die lässt mich noch nicht mal hier... Ein Kilometer daneben und dann Hauptsache noch getroffen. Haha. Mist. Verdammt. So, jetzt aber. Klamotten zerfetzen. Ey, wieso kann die mich auf den Boden hauen und ich nicht? Ja, immerhin ist es schon mal Shinobi-Modus. Aber ich habe leider gleich keine Energie mehr und muss selber gleich in den Shinobi-Modus. Ja, obwohl, Hälfte habe ich noch. Ey, geh mal von dem Scheiß. Ah, sehr gut. Hä? Hallo? Na toll, danke. Ist immer geil, wenn man den Charakter nicht sieht. Ey, willst du mich verarschen? Was geht denn ab? Ich kann die nicht in die Luft hauen. Hey, die kann sich jetzt auch so komisch rumbeamen, oder was? Nein. Steh auf. Oder mach das. Ich habe jetzt aus Versehen den Shinobi-Modus reingehauen. Na los, komm schon. Zauber fertig. Wieso kriege ich das jetzt ab, wenn ich hinter der stehe? Mist, die hat noch keinen Power-Modus. Boah, krank. So, Dreieck. Plopp, die ist weg. Blöde Wasserspritzpistolentusse. So, wo muss ich hin? Hä? Ach so, jetzt. Okay. Ist jetzt in jedem Käfig eine von denen drin, oder was? Nee, kann nicht sein. Es gibt bloß zwei Käfige. Na, jetzt kommt die. Feuerwerk! Hä? Jawohl, ja. Mist.
Ey, wenn die mir hinterher jumpt, dann kann sie mich kaputt hauen, aber wenn ich denen hinterher springe, dann hauen sie mich trotzdem gegen die Wand. Das ist leicht unfair. Ja, Shinobi-Transformation. Die hat noch voll Damage gekriegt, das war voll gut. Was, Sonja? Ey, das hat ja gar nichts gebracht bei der. Komm, nochmal. Hä? Was war denn das für ein Blödsinn? Wieso macht die nix? Jawohl. Achso, ich kann nochmal draufhauen. Hab ich vergessen. Wenn ich im Shinobi-Modus bin, kann ich ja zweimal hinterher jumpen. Was? Alter, willst du mich verarschen? Da haut sie mich und dann... Ja, ja, Hanabi. Jawohl. Nix Feuerwerk. Ich mache nachher Feuerwerk. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sieht es lustig aus, wie die da gerade so rumäumelt. Okay, ich muss vorne auf die Bühne. Auf der Mainstage. Das gibt jetzt hier... Gogo Battle. Wen haut's um die Stange? Die oder mich? Erstmal würde ich sagen, anscheinend Renka. Hoppla. Da habe ich irgendwie ein bisschen zu früh drauf gehauen. Oh. Ey, die geht aber schnell in den Shinobi-Modus. Und vor allem hat die ziemlich schnell ziemlich viel Energie verloren. Ah, verdammt. Hast gedacht. Ey, da war der Bob ist im Bild. Ja. Ey, lass mich in Ruhe. So. Hey, hat die sich jetzt... Ich wollte gerade sagen, hat die sich jetzt halt aus der Attacke rausgezogen oder was? Kann ja nicht sein. Sage mal. Pom pom. So, hauen wir mal Dreieck rein. Ah, klappt besser. Au. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Hoppla. Ich habe den Finalschlag irgendwie in eine andere Richtung gezimmert. Ey. Das wollte ich gerade sagen, wie kann denn das sein, dass die da jedes Mal aus meiner Special-Attacke rauskommt? Hä? Ist da oben auch noch ein Special-Finisher? Ne, ist da nicht. Boah, zum Glück bin ich weit genug weg von der... Das hätte mir jetzt wahrscheinlich die ganze Energie weggeballert. Aha. Komm schon. Oh oh. Komm schon. Oh oh. Hab ich's geschafft? Jawohl. Aber knapp. Auf geht's an die Pole Dance Stangen mit dir. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen, als
Weiß nicht mehr, wer an diese Stange gekommen ist. Wenn die auf den Boden aufschlägt, dann klatscht der Bobbes. Wenn man genau hinhört. Das ist ja witzig, dass die sogar an so ein Geräusch gedacht haben. Hey. Na hopp, erzähl was. Tja, das ist halt blöd, wenn ihr verliere, ne? Ja, die hat ihr Leben wieder im Griff, deswegen haut die jetzt wieder volle Kanne rein. Hab ich vorhin ja gesagt, bevor der Kampf war. Die haben noch nicht viel gewonnen. Weil Miyabi ständig abgelenkt war. Hat sich so neigesteigert, dass sie gar nichts mitgekriegt hat. Apropos Ablenkung. Ich frag mich, was hier so ablenkt. Hast ein Philosophiebuch oder sowas in die Hand genommen. Tja, das wischt halt gern, gell? Oh, nix Hardcore-mäßiges. Ich habe einfach nur ein bisschen was in meinem Inneren verändern müssen. Wieso soll das blöd sein? Ist doch gut für sie. Aber gut, für dich jetzt nicht, aber... Hä? Ah. Eine Inspiration. Hat ihm ja mal ein Beispiel. Und sagt nicht immer, ich will wieder nach Hause. Die ist nur einfach mehr angetörnt als sonst immer von der Miyabi jetzt. Leuchtet es zu hell. Wie jetzt? Die Sadomaso-Tose versteht es nicht. Das Mädel mit den vielen Worten, hey, ohne Witz. Bist du sicher, dass die im Himmel ist, wenn ihr auf der böse Akademie seid? Und meinst du, kommst in der Himmel, wenn du diesen Weg weitergehst, hä? Kamerafahrt in die Wolken. Mit ein bisschen Palmwedel dran. 54 Shinobi. Mhm. Ja, ja. Wieder nur so ein D. Zeig mal her, wie viel Level. Mhm. Nur eins. Mann. Ich könnte wetten, mit Level 12 hätte die jetzt die ultimative Ninja-Art gekriegt. Und ich hab's immer noch nicht bei der. Obtained Dressing Room Pose. Aha, für den Dressing Room, also für die Umkleidekabine, habe ich jetzt Posen gekriegt. Die Katzenpose 1, Katzenpose 2, Peace-Zeichen 1, Peace-Zeichen 2 und
Peinliche. Okay, noch was? Hä? Und wieso steht die jetzt extra? Egal. Ach, das war's schon. Ah. Bisschen mehr Klamotte oder so wäre geil. Aber nun gut. Das heißt, Miyabi hat jetzt ihr Leben wieder im Griff und kämpft besser als vorher. Und ich hab Zeug, was ich in der Umkleidekabine jetzt Neues ausprobieren kann. Mal schauen, vielleicht in der nächsten Folge hau ich das mal raus am Anfang oder am Ende. Ich mach's am Ende. Wenn die nächste Folge nämlich auch wieder so eine 10-Kilometer-Folge wird mit Text wie blöd, dann habe ich keine Zeit, das am Anfang zu machen. Dann mache ich es am Ende. Dann müssen die Leute auch gucken. Oder einfach hinspulen, das geht auch. Allerhop. Bis dann.